Hallo zusammen. Also ich Also wir. habe ein paar Fragen zur Ausbildung bekommen, also zur Ausbildung zum Flechtwerkgestalter. Und die würde ich jetzt gerne in Form von einem Video beantworten, sodass hier eben jeder sehen kann, der sich auch für die Ausbildung interessiert. Und wir fangen gleich mal an, weil es sind ein paar viele Fragen. Jetzt muss ich erst mal lesen. Man kann das hier schneiden, ne? Echt? So, die erste Frage. Ist es erlaubt, während des Praxisunterrichts Kopfhörer zu tragen, also Musik zu hören? Willst du mir sagen, wer Also, ich bin? Auto. ah ja, genau, das habe ich vergessen. Soll ich sagen, dass du meine Schwester bist? Ja. Also, mich kennt ihr ja, ich bin die Flechthexe und hier heute ein Gast, meine kleine Schwester. Soll ich deinen Namen sagen? Meine kleine Schwester tut's. Sie macht ebenfalls die Ausbildung und ist jetzt im zweiten Lehrjahr. Und wir beantworten jetzt die Fragen. Also, die erste Frage: Ist es erlaubt, während des Unterrichts Musik zu hören, also mit Kopfhörern? Und dazu muss ich sagen, also bei einigen Lehrern, also bei einer Lehrerin ist es, glaube ich, erlaubt. Und ansonsten nicht, ne? Also, Eigentlich eher nicht, nee. nee, der Bürger mag das nicht. Aber Nee, bei der ja. Frau Schneider, ne, kann man Musik hören. Und naja, manchmal hat man aber auch ein Radio an, also für die Allgemeinheit, ne? Aber eher selten. Ja. Dann Unterricht. Die Zeiten sind ja also unterschiedlich von Montag bis Donnerstag. Also auf jeden Fall fängt es um 8 Uhr früh an und meistens bis 15.50 Uhr, ne? Nicht meistens. Also so zweimal die Woche, ne? Also montags auf jeden Fall bis 15.50 Uhr, dienstags auch bis 15.50 Uhr, mittwochs hat man dann ja manchmal bis 15.05 Uhr. Im ersten, nee, Im zweiten und dritten Lehrjahr. zweiten und dritten Lehrjahr. Im ersten hat man dann manchmal nicht so lange, ne? Doch, Nicht? mittwochs. Also als ich im ersten Lehrjahr war, hatten wir mittwochs bis, ich glaube nur Bis eins. bis 1, ja. Also das ist immer unterschiedlich. Der Stundenplan Außer Rechts. wird ja neu gemacht. Also für jedes Jahr neu gemacht. Und ja, donnerstags auch wieder 15.50 meistens, ne? Du Oder hast jetzt 14:20. donnerstags 14.20 aus, ja. Also es ist echt unterschiedlich. Aber freitags hat man eigentlich immer um 13, nee, 12.50 Uhr 12:50 Uhr. aus. Also freitags ist immer eher Unterrichtsschluss. So, dann Befreiung von Deutsch. Also es ist Ist möglich. abgeschafft. Ist abgeschafft. Also es ist nicht mehr möglich. Also laut Herr Loch, aber die Nina zum Beispiel Okay, ja, also die neuen Schüler müssen werden alle. nicht mehr befreit, ne? Ich glaube nicht mehr. Okay, Bei das uns wissen wir auch. jetzt nicht so genau. Bei uns ist auch keiner befreit, obwohl ein paar eigentlich Also könnten. es gibt keine Befreiung mehr von Unterricht. Auch, also kein Fach mehr, ne? Dann ist es gar kein Fach mehr. Aber Nee. es ändert sich bestimmt bald wieder. Es kann sich alles ändern, es ändert sich eigentlich immer. Ständig alles, ja. Das kann man alles nicht so genau sagen. So. Dann, inwiefern kann man den Meister direkt im Anschluss einfach weitermachen? Also man hat die Möglichkeit, direkt nach der Ausbildung, also nach den 3 Lehrjahren, direkt den Meister zu machen. Also es geht direkt im Anschluss, ne? Also in einigen Berufen ist es jetzt so, man muss erst 5 Jahre in dem Beruf arbeiten und kann dann erst den Meister machen. Aber bei uns ist es so, dass man direkt nach der Ausbildung den Meister machen kann. Aber wie das alles funktioniert, weiß ich nicht, weil ich mache das ja nicht. So, wie läuft die Finanzierung üblicherweise? Also die Schule ist staatlich und ja, junge Leute bekommen BAföG. Aber es kommt halt immer darauf an, wie viel die Eltern noch verdienen und wo man wohnt und sowas, wie viel man dann bekommt. Und bei den Eltern, also es gibt ja Schüler, die sind auch schon viel älter und die bekommen dann kein BAföG mehr, ne? Daran scheitert es ja auch oft. Daran, ja, Finanzierung scheitert auch sehr oft. Deswegen können die dann die Ausbildung nicht weitermachen. Das ist sehr schade. Ja, das Thema Hände, Haut, Überlastung, Muskulatur, Gelenke. Wie kann man dosieren, Ausgleich schaffen? Ja, also es ist sehr, also es ist eine Arbeit mit Händen. Du hast die ganze Zeit deine Hände in Beanspruchung und es ist sehr anstrengend. Also es kann dann schon mal vorkommen, dass man Sehnscheidenentzündung bekommt oder. Ja, auf jeden Fall tun die Hände weh, oder? Am Anfang.
vor allem am Anfang, genau. Wenn man es eben noch nicht gewohnt ist zu flechten, bekommt man Schmerzen in den Händen und auch viele Blasen. Genau, aber es baut sich ja dann die Hornhaut auf und dann geht es schon. Man gewöhnt sich dran und einen Ausgleich, naja, halt... Eincremen. Genau, gegen die trockenen Hände, weil man ja sehr viel mit Wasser arbeitet, weil ja die Weiden eingeweicht werden und man muss ja auch die Weiden immer wieder feucht machen und so. Da hat man die Hände oft in Feuchtigkeit und dann trocknet die Haut aus. Und dann ist es gut, wenn man eben eincremt. Aber so jetzt für die Muskulaturen so, halt einfach entspannen oder vielleicht so ein bisschen Übung machen oder vielleicht Massage ist gut. Kann man ja auch selber machen, die Hände massieren. Ist gut. Ja, aber eincremen ist auf jeden Fall wichtig. Ja, dann die nächste Frage. Wo liegt für dich die Überlastungsgrenze? Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Frage gemeint ist, aber für mich gibt es irgendwie keine Überlastungsgrenze. Also man baut ja auch Muskeln auf, man wird richtig... Wie Überlastungsgrenze? Naja, wenn man halt nicht mehr kann. Naja, Möbelbau ist schon anstrengend. Naja, man arbeitet halt ein paar Stunden dran und wenn man nicht mehr kann, dann hört man auf. Man muss schon wissen, wo die Grenzen sind. Und das spürt man dann einfach. Das spürt man, ja. Und man ist dann auch richtig K.O. Aber jetzt so, weiß nicht. Also man baut auf jeden Fall Muskulatur auf und man wird richtig kräftig in den Händen. Die Finger werden dicker, ne? Also man hat dann keine zarten Mädchenhände mehr als Frau. Und man gewöhnt sich aber auf jeden Fall dran. So, wie viele Stunden des Unterrichts sind Praxis und wie viele Theorie? Also der Großteil ist auf jeden Fall Praxis. Deutsch, Mathe, Sozialkunde. Theorie hat man Deutsch, sag's in die Kamera. Deutsch, Mathe, Sozialkunde. Deutsch, Mathe, Sozialkunde. Metall ist auch ja, Theorie. Ja, ab dem zweiten Lehrjahr hat man Metallbearbeitung. Einmal in zwei Wochen, ne? Da ist anfangs viel Theorie dabei. Und ansonsten macht man halt immer so nach Vereinbarung Theorie zu dem Flechten dazu. Das ist ganz unterschiedlich, ne? Also viel Theorie ist es auf jeden Fall nicht. Wir haben ein bis zwei Stunden Theorie. Genau. Also praxisbezogen. Ja. Praxis? Praktisch. Praxisbezogen, passt doch nicht, ne? Praktisch? Ne, praxisbezogen, ja. jetzt muss ich mal kurz das lesen. Subi. Ja. Oh Mann, ich weiß gar nicht, also der Großteil ist Praxis. Man kommt früh in die Schule, geht in die Werkstatt und flechtet. Teilweise gibt es Tage, wo man den ganzen Tag flechtet. Ne? Zum Beispiel ersten Lehrjahr schon. Im ersten Lehrjahr schon, ja. Da flechtet man ja nur. Im ersten Lehrjahr hat man ja nur geschlagene Arbeit. Also man flechtet Körbe mit Weide. Rund, oval, eckig, ein paar Sondertechniken vielleicht noch. Und so, ja. Und ja, im zweiten Lehrjahr hast du ja einen ganzen Tag Theorie, ne? Dienstags, oder? Gestaltung. Hast du Dienstags gestaltet? Nein, Mittwochs. Ja, aber du hast ja Dienstags Gestaltung und da hast, Dienstags hast du ja den ganzen Tag Werkstatt oder Möbelbau. Ja. Genau, da ist man den ganzen Tag, also von morgens bis Schulschluss in der Werkstatt und arbeitet an einem Hocker zum Beispiel. Zum Beispiel so ein Wildholzhocker. Ja, genau, Gestaltung, sagst du. Gestaltung hat man noch. Das ist so ein Fach, wo du zeichnest, anfangs zeichnest, gestaltest, Ideen entwirfst, Projekte machst und so. Also ich mag das eigentlich. Ja. So, Rückenprobleme vom langen Sitzen. Also Rückenprobleme direkt hatte ich nicht. Ich auch nicht, aber die Älteren. Die Älteren, ja. Beklagen sich. Es ist auf jeden Fall ratsam, vielleicht irgendwie einen Ausgleichssport zu machen. Schwimmen oder sowas. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen, also während der Arbeit mal aufstehen und sich locker machen oder sowas. Ja, also ich habe jetzt keine Rückenschmerzen gehabt. Wenn man mit Folie befeuchter etc. arbeitet, also wenn die Weiden eingeweicht sind, dann wickeln wir sie in eine Folie, um sie eben feucht zu halten. Könnte man doch auch gut draußen arbeiten, oder nicht? Draußen ist halt das Problem, dass sie dann wieder trocknen.
Weil sie ja trotzdem an der Luft sind. Weil sie an der Luft sind. Also die geschälten Weiden trocknen sehr schnell an der Luft und dann brechen sie beim Flechten und das ist sehr nervig. Und die, habe ich jetzt ungeschält gesagt? Ich verwechsel es immer. Geschälten. Geschälten, ja. Die ungeschälten Weiden, also da, wo noch die Rinde dran ist, wenn die eingeweicht sind, dann kann man mit denen auch gut draußen arbeiten. Also es ist kein Problem. Ich flechte ja auch draußen hier bei mir. Und wenn man halt die geschälten Weiden flechten will, muss man sie oft nass machen wieder und richtig feucht halten, dass sie nicht trocknen. Aber in der Schule, wir arbeiten nicht draußen, also wir arbeiten in der Werkstatt. Und da hat man eben seinen Tisch, seinen Flechttisch, wo man arbeitet und seinen Platz. Und das ist dann schon gut, ne? Ne. Ne. Gibt's Umschüler? Hast du Erfahrungswerte von denen mitbekommen? Also die Frage verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Umschüler, also die Schüler von der Schule kommen wirklich von überall her. Also es ist die einzige Schule in ganz Deutschland und die kommen aus ganz Deutschland. Es ist auch jedes Alter dabei und natürlich haben die älteren Leute vorher schon eine andere Ausbildung gemacht und haben da 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet und wollen dann eben jetzt noch was anderes machen, das was ihnen Spaß macht. Und ja, da gibt es schon einige. Viele sogar. Alle. Alle. Außer ich. Außer du? Die Nina. Die Nina. Und aus dem Essen. Ah ja, aus dem Essen. Ja, aber die haben alle Abi gemacht. Halt. Naja, aber es ist ja auch nur Schule. Ja, gut. Das ist ja ihre erste Ausbildung. Die Älteren halt alle. Genau, die Älteren haben schon eine andere Ausbildung vorher noch gemacht. Genau. So, gibt's einen Bauwagenplatz in Lichtenfels? Also das weiß ich jetzt nicht. Es gibt auf jeden Fall einen Campingplatz, wo man natürlich ganz normal bezahlen muss, aber einen Bauwagenplatz, wo man jetzt einen Bauwagen oder ein Wohnmobil oder sowas kostenlos hinstellen kann, gibt's, glaube ich, nicht. Nicht. Also ich weiß es nicht. Auch. Ich denke nicht. Ist Lichtenfels sehr provinziell? Also, Lichtenfels ist zwar eine Stadt, nicht sehr groß. Nee. Ich weiß nicht genau, ich glaube Bamberg hat 60.000 Einwohner, ne? Und Lichtenfels, glaube ich, nur 25.000 oder so. Aber so genau weiß ich das nicht. Und also es ist nicht sehr viel los in der Stadt. Es sind viele ältere Menschen dort. Und es ist auf jeden Fall sehr viel Natur außen herum. Also es ist schon schön, da zu wohnen. Aber wenn man eher ein junger Mensch ist und eher so ein bisschen mehr Kontakt zu jungen Leuten haben möchte, ist dann Bamberg schon besser zu wohnen. Und das ist ja in der Nähe von Lichtenfels. Man müsste halt dann jeden Früh mit dem Zug nach Lichtenfels fahren, eine halbe Stunde, aber ist nicht schlimm. Ich fand es nicht schlimm. Ich auch nicht. Ja, das war's schon an Fragen. Gibt's noch irgendwas, was man sagen könnte über die Ausbildung? EDV. Es fetzt. EDV ist auch noch und technisches Zeichnen. EDV ist noch, wie heißt es? Theoretisch, naja, was heißt theoretisch? Man sitzt halt vorm Computer und lernt dann erstmal so die Grundlagen von Word, Excel, PowerPoint und dann geht's los mit Rhino, Rhinoceros, das ist ein Programm für Zeichnungen, oder? Ja, so technische Zeichnungen. So, wie heißt es? Drei Ansichten, drei Tafelproduktionen, wo man halt dann am Computer irgendwas konstruiert. Also man macht dann so, also man zeichnet dann am Computer zum Beispiel Möbel und sowas. Mein Lieblingsfach war es nicht. Und ja, ich werde das Programm sicher auch nie wieder verwenden. Man überlebt es, ja, und es, der Lehrer ist nett. Ja, und dann gibt es noch technisches Zeichnen. Das hat man aber nur im ersten Lehrjahr. Da lernt man dann eben diese ganzen Konstruktionszeichnungen wie Drei Tafelprojektionen und Fünfeck, Sechseck, Achteck, Ellipse und so weiter, halt alles per Hand zu zeichnen. Das war auch nicht so mein Lieblingsfach, aber das hat man auch nur im ersten Lehrjahr. Ja, und so an sich ist die Schule sehr gemütlich, ne? Voll die schöne Schule. Also schöne Schule. Voll der schöne Garten und ein Apfelbaum. Schöner Apfelbaum. Oh ja, das, der Walnussbaum, der hatte einmal voll viele Walnüsse. Die habe ich alle aufgesammelt. Und es ist, also es ist klein, man kennt alle Schüler, alle Lehrer. Kann man an zwei Händen abzählen. Genau. Man hat einen Aufenthaltsraum mit Küche, wo man kochen kann in der Mittagspause.
Die Pausen, genau, die kann man ja auch mal noch sagen. Die erste Pause ist um 10.15 Uhr, 20 Minuten lang, ne? Bis 35. Mhm. Ich weiß es gar nicht mehr alles. Das vergisst man alles, wenn man nicht mehr in die Schule geht. Und die Mittagspause? Mittagspause ist 45 Minuten. 12.50 Uhr. 12.50 Uhr. Bis 35. Bis 35, genau. Und ja, in dem Aufenthaltsraum hat man eben auch so einen Spind. Also man hat einen eigenen kleinen Schrank, wo man seine Sachen reintun kann, weil man darf seine Jacke und Rucksack nicht mit in die Werkstatt nehmen. Das bleibt dann alles im Spind. Und da gibt es dann eben auch Tische zum Hinsetzen. Und im Sommer kann man auch rausgehen zum Essen. Das ist also wirklich ein richtig schönes Haus. Schöne Atmosphäre. Hinterm Haus sind auch noch die Weidenfelder. Es sind eins, zwei, drei noch, ne? Also es sind noch vier, aber eins kommt jetzt weg. Mhm. Genau. Ja. Und es ist sehr gemütlich. Und jedes Jahr wird zusammen Gartenarbeit gemacht. Genau, die Gartenarbeit, da muss man dann die Felder pflegen und Weiden schneiden. Ja, bei mir macht es Spaß. Ich finde es immer, es ist eine schöne Abwechslung zum Flechten. Und Felder und es ist auch schön, das alles zu lernen, wenn man die Weiden eben anbaut. Also ich fand es immer sehr schön. Ja, sonst noch was zu sagen? Die Schulfeste fetzen auch. Genau, die Schulfeste. Einmal im Jahr gibt es eben das Schulfest, das ehemaligen Treffen. Das ist immer bei, beim Korbmarkt am Samstag. Der Korbmarkt ist das dritte Septemberwochenende, also der war jetzt erst, aber nächstes Jahr ist es wieder. Da kann man sich dann auch die Schule anschauen. Und ja, natürlich kann man sich auch so jederzeit mal die Schule anschauen. Dann könnt ihr einfach auf die Webseite gehen, die kann ich ja unten in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr dann mal eine E-Mail hinschreiben und einen Termin ausmachen, wann ihr euch die Schule mal anschauen könnt. Und dann könnt ihr ja entscheiden, ob das euch gefällt oder nicht. Und wer die Ausbildung machen möchte, der ist natürlich da jederzeit herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns über Schüler. Allerdings. Ja, weil es werden echt immer weniger. Im ersten Lehrjahr sind es jetzt vier, oder? Mhm. Vier. Ja, okay, das war's auch schon. Wenn noch jemand Fragen hat, der kann sie sehr gerne schreiben und wir beantworten dann in einem weiteren Video Fragen. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss.